Ich heiße Timothy Garton Ash, ich bin geborener Londoner, habe also das eigentliche, also das ursprüngliche Speaker's Corner in London schon als Kind erlebt, habe auch viele Jahre in Berlin gelebt, fühle mich dieser Stadt tief verbunden, also wie man so sagen pflegt, ich bin auch Berliner. Wir feiern heute der 22. Jahrestag des Mauerfalls. Ich möchte über neue Mauern sprechen, nämlich über neue Mauern, die fallen, aber dann wiederum neu gebaut werden. Das sind die Informations- und Kommunikationsmauern. Damals, im alten geteilten Berlin, war es das Westfernsehen, RIAS und SFB, der durch diese Brandenburger Tor durchdrang in der DDR. Heute mit dem Internet, mit den Mobilfonen, sind es bis zu 4 Milliarden Menschen, die miteinander verbunden sind, elektronisch verbunden sind. Die können also Nachbarn sein. Man muss sich das vorstellen. 4 Milliarden Nachbarn. Das ist eine fantastische Chance für die Rede- und Meinungsfreiheit, aber bringt natürlich auch Gefahren. Denn allerhand Gift, Hass, Terrorismus, Pädophilie, was auch immer, kann auch frei fließen durch diese Mauern. Auf der anderen Seite, Bauernländer wie China oder Iran, neue Mauern, Informations- und Kommunikationsmauern. Man nennt das in China the Great Firewall of China. Um gerade dieser freie Fluss von Informationen und Gedanken und Ideen zu verhindern. Also das ist auch die Gefahr. Wir machen also in Oxford, an meiner Universität, jetzt ein großes Forschungsprojekt. Das mundet in einem Website, die in 13 Sprachen, das ist die überwiegende Mehrheit der internetverbundenen Menschen auf dieser Welt, in diese 13 Sprachen, darunter natürlich Deutsch, vorgestellt wird. Und das lädt Sie, meine Damen und Herren, ein zu einer Diskussion über folgende Frage. Was sollen die Spielregeln der Rede- und Meinungsfreiheit sein in einer Welt, wo alle tendenziell zu Nachbarn werden? Entweder physisch in einer Stadt wie Berlin, es sind ja Menschen aus aller Welt in Berlin, oder eben virtuell, durch das Internet, durch das Mobilfunk. Was sollen die Spielregeln sein? Ich gebe Ihnen zwei Beispiele aus Deutschland. Und dann möchte ich Sie bitten, hier vielleicht einen Kommentar abzugeben. Erstes Beispiel. In Deutschland hat man aus bekannten Gründen ein Verbot der Holocaust-Verleugnung. Ja? Das heißt, wenn Sie auf google.de gehen, finden Sie keine explizite Holocaust-Verleugnung. Das sagt der deutsche Gesetz. Aber Sie brauchen nur einmal weiter zu klicken, kommen auf google.com und da ist alles vorhanden. Ist es richtig? Ist es falsch? Was ist hier die Logik davon? Soll nicht der deutsche Staat darauf bestehen, dass seine Normen auch auf google.com gelten oder umgekehrt, dass sie aufgeben. Zweites Beispiel. In Deutschland hat man auch aus wohlbekannten Gründen, sprich Gestapo, sprich Stasi, legt man besonderen Wert auf die Privatsphäre, Privacy. So dass Google Street View gerade in Deutschland sehr kontrovers war. Ist das richtig oder ist das falsch? Sollten wir anderswo in Europa, in der Welt, sozusagen Deutsche werden,
wenn ich das so sagen kann, Deutsche werden in Hinsicht der Privatsphäre oder nicht. Solche Fragen stellen sich in dieser Welt, wo wir plötzlich alle durch die Fall der Informationsmauern und Kommunikationsmauern zu Nachbarn werden. So, und jetzt meine Frage an Sie, meine Damen und Herren. Und bitte kommen Sie und sagen mir etwas. Wir wollen wissen, für dieses Projekt geht im Januar los. Sie müssen dann alle auf unsere Website kommen. Millionen und Milliarden von Menschen sollen da teilnehmen. Bitte. Was sind nach Ihrem Dafürhalten die wirklich heiße, schwierige Fragen zur Rede- und Meinungsfreiheit in Deutschland heute? Was sollen wir dort an dieser Website diskutieren? Das möchte ich Sie fragen in diesem wunderbaren Tag bei dieser fantastischen Kulisse. Bitte kommen Sie doch auf der Bühne und erzählen Sie, welche Themen wir behandeln wollen. Wer will da anfangen? Ja, bitte. Ja. Heute vor 73 Jahren war die Reichspogromnacht. Die Reichspogromnacht, wo jüdische Geschäfte zerstört worden sind und keiner hat was unternommen. Ja, vielen Dank. Wir sollten es auch an dem anderen 9. November sicherlich erinnern. Die Frage ist natürlich, was daraus folgt für die Rede- und Meinungsfreiheit. Und ich will Sie jetzt provozieren. Wir meinen, also unser Vorschlag ist, dass es eigentlich kein Tabus geben soll, wenn es um die Diskussion der Geschichte geht. Denn wenn es erstmal der Tabu zur Holocaust-Verleugnung gibt, dann kommt natürlich jemand aus Armenien und sagt, warum ist dann nicht verboten, das Genozid an den Armenier zu verneinen, zu leugnen, nicht wahr? Und dann kommt jemand aus Kurdistan oder aus Tibet und so geht es weiter. So multiplizieren sich die Tabus. Und wenn alle Menschen aus aller Welt alle Tabus zusammentun, gibt es wahnsinnig wenig, worüber man eigentlich diskutieren kann. Also das ist ein Vorschlag und das ist auch eine Provokation, eine Herausforderung an Deutschland. Wer möchte noch, bitte? Ich möchte noch hören, was die heißen Themen sollen. Halten Sie nicht zurück, bitte. Ja. Mikro. Ja, ich finde die Idee schwierig, die jetzt gerade kommuniziert wurde, dass es eine allgemeinverbindliche globale Regelung überhaupt geben muss. Ich will hier eintreten für einen Föderalismus der Werte auch im Netz. Ich halte es für richtig, dass in Deutschland Holocaustleugnung und andere Themen gesetzlich tabuisiert sind und ich halte es genauso für richtig, dass andere Länder diese Tabus möglicherweise nicht haben und ich würde sehr dafür plädieren zu sagen, das muss beibehalten werden in einer globalisierten Welt. Ja, das ist ein sehr interessanter Beitrag. Erstmal, keine allgemeine Regelung. Also das heißt bei weitem nicht, die UNO soll beschließen, so wird es oder so wird es nicht. Es ist eher die Diskussion der darunter liegenden Prinzipien oder Normen. Wie wollen wir das handhaben? Und zu dem, was Sie sagten, gibt es natürlich viele Varianten. In der Türkei, das wissen Sie ja sicherlich, ist es verboten, sozusagen beleidigende Äußerungen und auch Bilder zu verbreiten über Kemal Atatürk, ja, der Stifter der türkischen Republik. Und dann sagt die Türkei zu YouTube, ihr YouTube dürft solche Bilder überhaupt nicht verbreiten. Nicht nur in der Türkei, sondern überall in der Welt. Das ist natürlich Quatsch. So können wir nicht verfahren. Also was heißt konkret Ihr Föderalismus? Ja, es heißt nicht, dass jedes Land sagen kann, das könnt ihr überall nicht machen. Ja, aber was wir jetzt haben, beispielsweise mit der Holocaust-Verleugnung, ist ja einen interessanten Kompromiss, nicht wahr? Wo sozusagen der deutsche Staat
seine Wertvorstellungen darlegt, aber eigentlich nicht darauf insistiert. Ist das richtig? Gut. Das ist eine gute britische Antwort. Es geht nicht anders. Ganz pragmatisch. Wer möchte noch, bitte? Was sind die heißen Themen in Deutschland? Was sollen wir an diesem Website diskutieren? Bitte, das ist die Chance. Gibt es noch Stimmen? Es kann doch nicht sein, dass niemand irgendwas zu sagen hat. Das kann gar nicht sein. Das ist Ihre Chance, für alle Welt sichtbar zu sein, denn dieses Video wird dann auf dem Website und Abermillionen Menschen hören ihren Beitrag. Mr. Ash, ja? Ein junger Mann möchte gerne was sagen. Ja, bitte. Ich möchte gerne aus meiner beobachtenden Rolle heraustreten, weil was mich die ganze Zeit schon wurmt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Herausforderung der Zukunft nicht sein wird, was Regierungen sagen und bestimmen, sondern was Konzerne sagen und bestimmen. Es gibt dafür ein ganz einfaches Beispiel. Wenn mein Vater, der nicht sozusagen Digital Native ist, ins Internet geht, gibt er die Internetadresse, die er bekommt, nicht in die Adresszeile ein, sondern bei Google. Für ihn ist das Internet nicht das Internet, sondern Google. Und auch wenn diese Veranstaltung von Google gesponsert wird, muss es hier vor allem um Google gehen. Darum, dass Google letztendlich die größte Herausforderung unserer Zukunft sein wird für Meinungsfreiheit im Netz. Weil wenn es darum geht, Meinung wahrzunehmen, wird die Meinung durch den PageRank von Google bestimmt und nicht dadurch, welche Meinung wir gerne hören wollen, welche Meinung wir gerne lesen wollen, welche Meinung wir eigentlich suchen, sondern sie bestimmt von riesigen Computern, die per Algorithmus bestimmen, was für uns eigentlich gut sein soll. Und das ist aus meiner Sicht die Herausforderung der Zukunft und nicht die multinationale Zusammenarbeit zwischen Regierungen. Nee, aber passen Sie mal auf, das ist ein sehr guter Beitrag, aber ich rede nicht von Regierungen. Ich rede von Bürger, ich rede von uns. Und Sie haben völlig recht. Die ganze Diskussion ist viel zu viel konzentriert auf den Staaten, die Regierungen, wenn es um die Rede- und Meinungsfreiheit geht, und viel zu wenig auf die privaten Akteure. Ich sage Ihnen Folgendes. Für die Zukunft der Rede- und Meinungsfreiheit global, weltweit, ist Google viel mächtiger als Deutschland. Sie haben völlig recht. Google hat in dieser Hinsicht viel mehr Macht. Sie hat bis zu 1 Milliarde Benutzer. Aber wir sind die Benutzer. Wir sind nicht nur Bürger, wir sind auch die Klienten, die Benutzer. Wenn wir als Benutzer von Google oder Facebook oder Twitter oder wie sie alle heißen, uns zusammentun und sagen laut, auch Google oder Facebook, so wollen wir es nicht haben. Und das ist ja passiert mit Google Buzz. Sie wissen ja, Google Buzz ist zurückgezogen worden und dann hat sich geändert, weil die Benutzer sich aufgebäumt haben. Also auch hier, und das ist eine Lehre des 9. November 89, wir sind das Volk. Wir sind das Volk auch bei Google, wenn wir uns zusammentun. Das ist auch ein Sinn dieser Diskussion, dass wir uns nicht nur als passive Konsumenten verstehen, sondern als aktive Bürger und aktive Benutzer. Und mit diesem Appell muss ich dann schließen, denn ich muss leider den Zug nach Warschau nehmen und darf den Zug nicht verpassen. Es war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein könnte. Herzlichen Applaus für Mr. Ash. Vielen Dank. Danke sehr. Thank you very much.